15. Ja, und ich habe gerade gesagt, wir erwarten noch Gäste und sie sind auch in dem Moment bei uns ins Studio eingetreten. Netlogix GmbH und Co. KG. Guten Morgen. Hi. Ja, guten Morgen. Sprecht mit uns. So, wir haben da, jetzt habe ich meinen schlauen Zettel, hier habe ich es da stehen. Der Björn ist bei uns und er und der Jochen, außerdem noch Clemens und Isa mit dabei. Vier Leute und nicht zum ersten Mal da, gell? Ja, also ich schon. Ich war letztes Jahr nicht dabei, aber der Jochen und der die Isa und der Clemens waren letztes Jahr da. Also die Firma an sich immer wieder dabei, ne? Mit tatkräftiger Unterstützung. Das freut uns sehr. Ja, wir haben uns letztes Jahr verabschiedet mit den Worten, wir sehen uns nächstes Jahr und ihr habt Wort gehalten. Großartig. Ja. Genau. Wollen wir ein bisschen über die Firma mal kurz quatschen? Weil ich glaube, Netlogix, GmbH und Co. KG, da werden jetzt vielleicht nicht alle sofort wissen, worum es da geht. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Ja, klar. Also Netlogix ist immer noch Nürnbergs sympathischster IT-Dienstleister. Wir haben mittlerweile ca. 70 Mitarbeiter in unserem Team. Uns gibt es jetzt schon seit 18 Jahren und unsere Hauptaufgabe ist es, mittelständische und große Unternehmen bei sämtlichen IT- und Webprojekten zu unterstützen. Mhm. Netlogix ist für die Unternehmen der Ansprechpartner, den man immer fragen und anrufen kann, wenn man nicht weiter weiß oder einfach eine technische Lösung braucht, die nicht von der Stange kommt. Ja. Das ist bei fast allen Unternehmen in der Industrie oder in öffentlichen Einrichtungen auch der Fall, weil die Digitalisierung ja immer höhere Anforderungen an die IT stellt und da kommen wir ins Spiel. Das klingt gut. Und welche Unternehmensbereiche genau deckt ihr dann ab? Worüber redet man da? Ja, wir haben drei Unternehmensbereiche. Bei Netlogix IT Services halten wir grob gesagt die Rechenzentren und IT-Infrastruktur unserer Kunden am Laufen. Bei Netlogix IT Training bieten wir Seminare und Workshops für Administratoren und IT-Projektmanager an. Mhm. Und bei Netlogix Web Solutions entwickeln wir die Technik hinter großen Websites und Online-Shops. Das klingt gut. Und das sind vor allem alles drei Bereiche, die jede Firma eigentlich irgendwie benötigt oder halt, ne, wo man drin beteiligt ist, wo man Hilfe brauchen kann. Und ja, definitiv. Ich glaube, wir haben uns schon einen ganz guten Ruf aufgebaut in der Region und ja, viele mittelständische und große Unternehmen kennen uns da schon ganz Deinen gut. Deinen Eingangssatz kann ich jetzt auch bestätigen, das sympathische Team ist auch so. Ja, genau. Prost. Also, ja, genau. Kleines Frühstück hier gegönnt. Es ist ja quasi noch Abend. Ja. So, ihr seid noch ein bisschen da. Ihr habt euch ja auch Sendezeit bei uns gekauft. Und Alter, unsere Liste hier verrät uns, das sind nicht so 500 Euro oder 1000 Euro. Da ist ein bisschen mehr drauf. Mhm. Da mussten wir die Spalten erweitern. 5000 Euro lasst ihr uns da. Ist das euer Ernst? Ja, haben wir ja letztes Jahr auch schon. Und naja, dann haben wir gedacht, wir haben ja gesagt, wir kommen wieder. Und deswegen... Dann sacken wir die mal ein, oder? Die größte Spende, also die größte Einzelspende, die wir bekommen haben. Stimmt, damit in der Kasse. Vielen Dank. Netlogix GmbH und Co. KG. Ihr seid noch versorgt mit allem, was ihr braucht, so in der Früh Bierchen und Kaffee. Okay. Ja, wunderbar. Dann genießt die Zeit hier bei uns bei StarFM im Studio und auch du kannst gern vorbeikommen in Sandstraße 20A. Die Tür ist offen, bis 10 sind wir da und sammeln Spenden für Lacrima. Der StarFM Spendenmarathon 2018. Mit großen Schritten nähern wir uns da 10 Uhr, aber noch ist es 16 Minuten nach 7 und ja, jetzt haben wir gerade schon 5000 Euro eingesackt. Wahnsinn. Ja. Von der Firma Netlogix GmbH und Co. KG, die gerade bei uns sind. Das ist die größte Einzelspende. Ja, wenn man verrückt so, also, echt. Was heißt Einzelspende? Das ist letztlich eine Firma, aber trotzdem der größte Betrag auf einen Schlag. Stehen sie beide und recken die Faust nach oben. Ja, wir haben euch zu danken. Eigentlich müssen wir das machen, ja. Vielen Dank, Jungs. Vor allem, ihr seid ja nicht zum ersten Mal dabei. Was bewegt euch jedes Jahr aufs Neue? Warum spendet ihr immer wieder bei uns? Ja, wir spenden ja jedes Jahr immer zur Weihnachtszeit für ein soziales Projekt aus der Region. Und letztes Jahr haben wir auch schon beim Charity Day hier mitmachen dürfen und für das Projekt Tigerauge gespendet. Mhm. Genau. Ja, genau. Wir haben uns halt dann gedacht, als wir dieses Jahr gehört haben, dass ihr ein Projekt ausgesucht habt, wo diesmal Kinder unterstützt werden, die irgendwie nahe Angehörige, Eltern oder Geschwister verloren haben, dass wir gesagt haben, ja, da sind wir wieder dabei. Ja, und ich finde es eigentlich auch gut, dass ihr euch mal so Themen annehmt, die halt ein bisschen auch schwieriger sind und die ja medial auch nicht so die Präsenz haben. Also ich habe da jetzt zum Beispiel noch nicht von gehört, von Lacrima. Da ging es nicht nur dir so, das muss ich ehrlich sagen. Das habe ich oft gehört. Ja, die gibt es seit 2012 und arbeiten ja bis auf die Ursula Gubo, die Leiterin, wirklich alle ehrenamtlich. Und das ist halt schon hart, weil das finde ich immer das Faszinierende auch dran, da steckt ja wahnsinnig viel Energie auch dahinter. Ne? Mhm. Also wenn man da sich engagiert und daher finden wir das eben auch unterstützenswert. Und schön, dass ihr euch da anschließt und das genauso seht. 1000 Euro drüber gerechnet, nicht schlecht. Aber natürlich ist es auch Sinn, dann ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Und ich habe gehört, ihr sucht auch noch, ne? Personal, was mich täuscht.
gibt es eine Firma, die bei uns war, die kein Personal sucht aktuell. Das ist abgefahren. Es ist tatsächlich so. Ja, ja, das ist halt so. Ich meine, im Moment ist die Lage halt auch ein bisschen schwierig auf dem Arbeitsmarkt, sage ich mal, Fachkräftemangel und so. Aber bei uns ist es eigentlich ganz unabhängig. Seitdem es uns gibt, wachsen wir eigentlich immer so ein bisschen stetig vor uns hin und suchen eigentlich permanent immer Leute. Und jetzt ganz konkret in dem Fall, ganz akut, suchen wir Softwareentwickler, technische Consultants oder auch vertriebliche Mitarbeiter fürs Accountmanagement oder für den Innendienst. Jo. Wo kann man die Stellenausschreibungen finden? Natürlich bei uns auf der Webseite. Und ja, ich denke mal so die üblichen Webseiten. Wie lautet denn die Website? Ach so, darauf bist du raus. www.netlogix.de. Okay, wunderbar. Ja, vielleicht können wir ja den ein oder anderen Job noch vermitteln. Das wäre ja ganz cool. Win-win-Situation. Würde sich anbieten, genau. Auf jeden Fall. Ja, bleibt noch bei uns. Bleibt ihr wieder bis zum Schluss eigentlich? Bis 10 Uhr dann? Bis dann die Spendenübergabe ist? Oder müsst ihr auch noch was arbeiten heute? Oder wie ist das geregelt bei euch? Ein bisschen was arbeiten tun wir schon noch. Bei uns gibt es noch ein... Ja. Was gibt's noch? Es gibt noch ein Weihnachtsfrühstück. Das klingt gut. Von unserem IT-Trainingsbereich. Ich weiß nicht, wann das anfängt. 9, 10? Ja, ich glaube um 9 sowas. Ja, da gibt es noch was zu essen bei uns. Genau. Sehr schön. Klingt nach einem entspannten Freitag. Wunderbar. Ist aber nicht mein Wunsch, sondern kommt immer noch von Netlogix GmbH und Co. KG. Die Damen und Herren, die diese Stunde gekauft haben für 5.000 Euro. Das war natürlich sensationell. 5.000 Euro wandern in die Spendenbox. Und Jochen ist auch immer noch bei mir. Ihr habt gerade gesagt, ihr sucht ab und zu auch noch Leute. Ich kann auch den Björn fragen, ob sie wurscht beantwortet. Was muss ich mitbringen, um bei euch zu arbeiten? Also ich bin da wahrscheinlich der Falsche, oder? Ich weiß nicht. Also, mit meiner Unkenntnis. Du bist bei uns richtig, wenn du technisch sehr gut bist. Nein. Okay, dann, aber vielleicht ist es ja jemand anders. Und wenn du Lust auf Abwechslung und komplexe Aufgaben hast, also... Die Lust auf Abwechslung ist deswegen wichtig, weil wir zwar ein Team sind, aber halt für viele verschiedene Kunden in vielen verschiedenen Branchen arbeiten. Deswegen passiert da öfter mal was anderes. Mhm. Ja, und dann bist du bei uns richtig, wenn du keine Lust auf so klassische Konzernstrukturen hast, sondern mehr so... Flache Hierarchie ein bisschen bei euch, oder? Ja, also es ist halt mehr so ein Team, wo man halt dann selber auch ein bisschen was bewegen kann. Das ist halt für uns auch alle wichtig. Ich meine, das Arbeiten muss ja Spaß machen. Ja. Sonst kann man es auch lassen. Muss ich ein Studium absolviert haben? Nee, überhaupt nicht. Also das kommt wirklich darauf an, was du kannst, wie gut du bist. Okay. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ausbilden tut er aber wahrscheinlich nicht, oder? Doch, natürlich. Vielleicht wäre es ja doch noch was für mich. Ja, ist nie zu spät. Von 0 auf 100. Also wir haben auch etliche, was weiß ich, Studienabbrecher oder so, die bei uns dann nochmal eine Ausbildung anfangen oder direkt anfangen, je nachdem, wie es halt... Okay. Also wenn ihr aus dem Frasch nochmal einen guten ITler macht, dann weiß ich nicht, dann spende ich das nächste Jahr komplett irgendwie. Okay, die Wette gilt. Mal gucken. Gib mir Mühe. Ja, schön. Also wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, dann einfach mal auf die Homepage gehen und also von Netlogix GmbH und Co. KG und da dann einfach mal gucken und sich dann an die Damen und Herren melden. Vielleicht habt ihr bald noch einen Mitarbeiter. Wäre ja schön. Ja, gerne. Klingt gut. Und jetzt Musikwunsch. Von wem war der jetzt? Der war von Jochen. Von Jochen. Ja, du bist mir sehr sympathisch. Also noch sympathischer, als du mir vorhin schon warst, als du gesagt hast, ihr habt die 5.000 Euro dabei. Erzähl doch mal selber, was darf es denn sein? Ja, von den Foo Fighters. Der Clemens hat gesagt, das soll ein Lied von den Foo Fighters sein. Da habe ich gesagt, wir nehmen Hey Johnny Park, weil das ein Song ist, der halt sehr gut ist und nicht so oft läuft. Soll ich ehrlich sein? Noch nie gehört. Dann hör mal jetzt zu. Star FM Spendenmarathon 2008. Wir haben Weihnachtsfeier. Ja, ich habe uns gerade eingeladen. Ja, okay. Du, ich bin total fit. Machen wir. Wohin? Wo Netlogix GmbH und Co. KG im Lederer heute Abend. Feiern wir ein bisschen. Jo. Gebonkt. Ja, klar. Ihr zahlt. Jetzt wisst ihr auch Bescheid, dass wir kommen. Lieber Ernst, heute habt ihr große Weihnachtsfeier? Ja. Seid aber spät dran, 21.12. Passt doch noch. Ja, wobei, wir haben oft im Januar Weihnachtsfeiern. Aber das ist auch ein sportlicher Termin, weil an dem Termin ja oft viele verplant sind, oder? Und dann können da alle? Ja, ich glaube, ein oder zwei Ausfälle gibt es, aber ansonsten sind wir eigentlich ziemlich vollzählig, ja. Ja, wir sollten schon alle am Start sein. Ja. Wir haben es teilweise auch schon mal Ende November gehabt, aber da kommt dann nicht so viel Weihnachtsfeeling auf. Und Rahmenprogramm? Magier, Zauberer. Ich weiß nicht, der Frasch kann das? Kann ich, ja. Einen Kartentrick kann ich so hinterm Ohr verschwinden. Nee, was habt ihr geplant? Erzähl mal ein bisschen. Das ist eigentlich im Wesentlichen Essen und Trinken und gesellig zusammen sein. Also ganz entspannt. Ist, ja, wir, also so Großspiele oder so wollen wir eigentlich nicht machen. Das ist immer so ungemütlich. Das ist eigentlich immer ein gemütlicher Abend, ja. Ja, wir konzentrieren uns auf Essen und Trinken. Richtig, das Wichtigste. Wie ist das sonst so bei euch in der Firma das ganze Jahr über? Macht ihr sonst auch irgendwie was zusammen, Events? Wie läuft das so ab?
Ja, also es laufen das ganze Jahr über Events, viele Kunden-Events natürlich auch bei uns. Wir haben ja unser Training Center, wir haben auch unsere Eventhalle, die wir auch für solche Veranstaltungen nutzen. Es findet auch sehr viel so unter den Kollegen statt. Wir waren zum Beispiel letztes Wochenende auf dem Skiwochenende, da waren wir ja 16 Leute, da haben wir den Bus gechartert. Cool. War auch sehr lustig. In Meierhofen im Zillertal. Ah ja. Natürlich. Cool. Ja, war sehr lustig. Also es klingt gut. Hat der vorhin erzählt, dass ihr noch Leute sucht, wer sich da bewerben mag. Ich glaube, da ist man ganz gut aufgehoben bei uns. Ja. Netlogix GmbH und Co. KG. Ja, Jungs, vielen Dank, dass ihr da seid. Wir machen jetzt mal Nachrichten. Und da müssen wir uns an der Stelle jetzt auch nochmal ganz dick bei Netlogix GmbH und Co. KG bedanken, die uns 5.000 Euro überlassen haben, wer es vorher nicht mitbekommen hat und jetzt vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, die größte Einzelspende. Ja. Vielen, vielen Dank an euch, Jochen und Björn am Mikrofon. Jo. Gerne. Gerne. Absolut, gerne. Und ihr habt, seid auch gut versorgt die letzte Stunde, weil ihr ein Bierchen aufgemacht, so ne, ja, und noch so ein anderes Zeug. Schon's geil. Also, vorglühen vor einer Weihnachtsfeier heute. So, jetzt haben wir da so einen kleinen Leitfaden, den ihr mitgebracht habt. Eigentlich haben wir alles durch, bis auf den letzten Punkt. Wir grüßen. Na dann grüßt mal schön. Ja, wir von Netlogix möchten auch euch nochmal vielen Dank sagen, dass wir wieder an eurer Aktion mitmachen durften. Und wir wollten auch noch ein paar Grüße senden an all unsere Mitarbeiter, an unsere Kunden und Geschäftspartner, die alle dazu beigetragen haben, dass wir auch dieses Jahr wieder ein sehr gutes Jahr hatten. Und ja, die Spende ist ja auch nur deswegen zustande gekommen, weil unser Team das ganze Jahr echt gerockt hat. Und also wollten wir nochmal an alle vielen Dank sagen. Ja, danke. Win-win-Situation. Bei euch läuft's gut, dann läuft's bei uns auch gut und dann läuft's auch für Lacrima gut, weil das Geld 1:1 dorthin wandert. Vielen, vielen Dank. Genau. Viel Spaß heute Abend auf der Weihnachtsfeier. Lasst's krachen. Und ich sag's wie letztes Jahr, bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Danke.